So, Wackentag Nummer 2. Ich hoffe, man hört uns noch. Wir sind mittlerweile in Wacken angekommen. Heute Morgen waren wir noch schön im Hubschrauber über der schönsten Stadt der Welt, über Hamburg unterwegs. Und jetzt sind wir schon mitten in Wacken und es ist tierisch laut hier. Wir haben gerade eingecheckt nochmal und sind jetzt auf dem Weg zum Artist-Bereich und werden uns da mal ein wenig umschauen. Und dann steht hier heute auf dem Programm Foreigner um 17:45 Uhr. Die will ich unbedingt sehen. Und dann gibt es danach ja noch... Hallo. Dann gibt es danach ja noch heute Iron Maiden. Und die sind heute Abend auch da. Also jede Menge Programm, jede Menge Aktionen. Und das alles kriegt man hier geboten in Wacken, auf dem Wacken Open Air. Und mit dabei natürlich im Gepäck Harry. Wir haben schon fleißig gegessen. Und Antje und natürlich Stefan. Und ich denke mal, jetzt geht der Tag 2 in Wacken einfach los. So, wir sind im Artist-Bereich. Hier halten sich die Künstler auf. Hier gibt es was zu essen, hier gibt es was zu trinken. Und hier müssen wir echt ein bisschen diskret vorgehen, denn hier darf man nicht filmen. Das ist auch ganz gut so. Aber es ist schon echt der absolute, absolute Oberburner hier. Wacken, tolles Festival. Ihr seid unterwegs. Mehrere Shows stehen noch vor. Ich glaube, 30, über 30 an der Zahl weltweit. Ich sage nur Kanada, Schweiz, Niederlande. Überall seid ihr unterwegs. Jetzt morgen hier in Wacken. Was bedeutet euch Wacken? Wacken ist für mich der Höhepunkt von so einem Tourzyklus. Wir sind jetzt ein gutes Jahr schon unterwegs, haben viele Festivals gespielt, haben viele Hallenshows gespielt, aber Wacken ist mit Abstand die größte Show, die wir spielen und hat für uns auch die höchste Priorität. Wir bereiten uns schon extrem auf die Show vor. Im Artist-Bereich kriegt man dann doch schon ein paar tolle Bands. Blind Guardian gerade bei mir gewesen, war ein tolles Interview. Und jetzt haben wir gleich Thomas noch und reden ein bisschen über das Wacken Open Air. Ich fühle mich wohl, ein bisschen würde ich hier bleiben. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich finde Wacken immer wieder sensationell. Wo muss man unbedingt hin? Ja, man muss zu allem, ne? Und das schafft man ja nicht. Da hat ja jeder seine eigene, ich würde fast sagen, Historie. Also es kommt ja auch darauf an, mit was man groß geworden ist. Also wenn jetzt der eine mit Foreigner oder... Da werden sicherlich viele dabei sein. Für mich Whitesnake ist natürlich ein dickes Ding. Saxon aus der langjährigen Zusammenarbeit. Maiden natürlich. Also heute muss man irgendwie alles sehen. Ich habe bis jetzt zu wenig gesehen, muss ich sagen. So, jetzt gehen wir aus dem Artist-Bereich mal in den normalen Bereich. Dort, wo die 80.000 Menschen vor der Bühne ihre Schädel nach vorne schmeißen. Und das ist schon überwältigend, was man jetzt hier so erleben darf. Tatsächlich. So, jetzt sind wir da angekommen. Willst du kurz erklären, wo wir sind? Antje? Wir sind in Wacken. Oh. Stefan, wo sind wir? Okay. Wir sind jetzt dort, wo die Massen heute Abend ihre Köpfe schmeißen werden. Und zwar direkt vor der Black Stage oder der True Metal Stage. Das sind die beiden Hauptbühnen, auf denen heute Abend das Programm stattfinden wird. Das sieht man hier vielleicht mal so ein bisschen. Und da freuen wir uns heute Abend ganz besonders auf Iron Maiden. Iron Maiden! Okay, so, wir gehen eine Runde spazieren und zeigen euch so ein bisschen mal das Gelände. So, und nahezu jeder nimmt sich natürlich hier aus Wacken vom Wacken Open Air auch ein Merch mit. Das heißt, entweder ein T-Shirt oder eine Jacke oder ein Pin oder eine Tasse, was auch immer, oder ein Beutel. Und diese Merchstände sehen dann so aus. So, hier stehen die Leute jetzt an, dass sie auf Toilette dürfen. Aber es gibt schöne Toiletten. Und wir versuchen jetzt mal ganz sauber rüber in den VIP-Bereich zu kommen. Da geht es nämlich da durch. Steht da dran, VIP. Und da versuchen wir jetzt mal sauber durchzukommen. Ich jedenfalls probiere das mal. Bis gleich. Das ist jetzt der Übergang hier zwischen dem VIP-Bereich und den normalen Bereichen. Da sieht man im Hintergrund, wie die Menschenmassen vor den großen Bühnen feiern. Das lohnt sich tatsächlich. Wahnsinn, das Wetter spielt mit. Wir müssen uns ein bisschen erholen. Und aus dem Grund haben wir eine überdimensional große Bank. Kommt sie hoch oder was? Ich mach alleine. Er ist nicht sportlich genug, glaube ich. Gesundheit! Können wir uns am Tisch, oder? Ja! So. Wir haben eine wunderbare
eine wunderbare Bank gefunden für uns, die wir jetzt hier nutzen können. Und wir chillen jetzt mal ein bisschen im VIP-Bereich, aber die Bank ist wirklich mega, mega geil. Oh. Das kann ich nur bestätigen. Guck mal, der Blick ist auch fantastisch von hier aus. Zack, da sieht man mal den gesamten VIP-Bereich mit den Zelten. Hier vorne rechts ist das Pressezelt und da ist der Eingang zum VIP-Bereich, wenn man vom normalen Bereich reinkommt. Und ich glaube, wir machen ein bisschen die Augen zu. Das Wetter spielt ja mit. Es regnet nicht. Ja, dann lass uns doch mal eine Runde hinlegen. Hallo! Du wirst es nicht glauben. Stehst du auf der Bühne? Naja, nächstes Jahr vielleicht. Also ich bringe jetzt mein erstes Album raus Ende September. Lokalrunde, Tresen, wieder Stückchenweise. Und mein Booking hängt mit Wacken zusammen. Das Wacken, hier wird getanzt, Foreigner auf der Bühne und die beiden tanzen. Naja, was soll's. Man kann nicht alles haben im Leben, oder? Endlich! Das ist Wacken-Wetter. Wir müssen mal Seite gehen, es kommt noch ein Auto gleich. Aber jetzt ist es endlich wieder ein bisschen nass hier. Endlich kommt so ein bisschen der Schlamm wieder durch. Und das ist Wacken, so kennt man das auch. Und die 80.000 stehen trotzdem vor der Bühne. Pass auf, wir gucken mal ganz kurz hoch. Die Menschenmassen, sie warten vor der Bühne. Beide Bühnen sind noch zugezogen, aber gleich geht's los. Und dann kommt der Hauptdeck, dann kommt Iron Maiden. Ich verstehe aber auch nicht Antje. Antje muss übrigens auf Toilette und das ist beim Wacken oben ja ein bisschen schwierig. Wir sind ja jetzt hier im VIP-Bereich und im Artist-Bereich sind wirklich die Royal-Toiletten. Ne? Die sehen ungefähr so aus, denn ich habe die vorhin schon mal angeguckt. Und auf diese Toilette wollte Antje nicht gehen und Antje möchte jetzt aber gerne auf die Toilette und ich begleite sie jetzt auf die Toilette. Pass auf. Nein. Wir gehen jetzt mal auf die Toilette. Komm, Antje, wir gehen ich jetzt da mal hin. Antje, nicht. Wir gehen jetzt da mal hin. Stefan, wir gehen da hin. So. Wir gehen jetzt mal auf die Toilette durch den VIP-Bereich durch. Und ja, Antje, ich sehe sie schon. Und die wollen alle nur eins. Die wollen alle nur auf Toilette. Antje, die wollen alle nur auf Toilette. Also, da stehe ich da eine Stunde an, ey. Was hast du? Da stehe ich eine Stunde an. Ne, aber für was? Wacken vorbei. Du, wahrscheinlich, die bauen schon alle die Zelte was, ab. Für was Gutes, ne? Oh, nee. Muss man noch anstellen. Komm, stell dich hin. Das ist, wie lange steht? Du könntest alle da nicht, sind vier Toiletten oder so. Du könntest auch im Busch gehen, wenn du willst. Ja, gehe ich nachher. Aber sag's doch mal. Das tue ich mir nicht an.